Moin, meine Lieben. Ja, ich habe euch ja versprochen, dass wir diesen Farbtest noch machen mit diesem Farbpulver hier für den Schleim. Das wollte ich ja mal ausprobieren im Harz, wie sich der da so macht. Ich habe schon von vielen gehört, dass das richtig klasse aussehen soll. Ja, gucken wir uns das Ganze dann mal an. Ich habe schon Harz, wie ihr seht, angerührt. Also es wird wohl auch ein längeres Video. Ich weiß nicht, ob ich das in einem Video alles reinkriege oder ob wir das Pop-out denn mit den Farben separat machen, weil es sind, guckt mal, 24 Farben. Ich schwenk euch einmal hier so rum. Brrr. Ja, also es dauert bestimmt ein bisschen länger. Ja, wie gesagt, das Harz habe ich soweit schon angerührt. Farben mache ich mit euch, denke ich mal, je nachdem, wie schnell wir sind, zum Teil zusammen, damit ihr seht, wie sich das so auflöst. Und ja, würde ich sagen, legen wir mal los. Fangen wir hier mal an, weil ich hier als erstes das Harz angerührt hatte. So, ich hoffe auch, ich habe nicht allzu viel oder zu wenig angemischt. Ich hoffe, ihr seht das jetzt auch. Also hier ist jetzt einfach nur schwarz. Ich schütte das jetzt einfach mal so vorsichtig da rein. Ich mache auch erstmal nur ganz wenig, weil wir haben ja nicht viel drin in so einem Gläschen. Und dann mal gucken, wie das überhaupt wird. Ist eigentlich auch schlau von mir gewesen, dass ich jetzt so viel Harz angerührt habe und nachher funktioniert das doch nicht und dann haben wir ein Problem. Ja, das löst sich auf. Ich muss ein bisschen mehr rühren. Oh doch, seht ihr das? Und bei Schwarz sieht man jetzt natürlich nicht, ob da jetzt noch Krümel sind oder nicht. Und ich hatte da nur ganz wenig drin. So ist es jetzt noch durchsichtig. Aber hier drin. Ich mische das erstmal an. Ich mache mal ein bisschen noch. Ups! Ein bisschen, ja, da haben wir es. Ein bisschen rein. Ein bisschen sehr viel jetzt. Also es ist auch immer noch flüssig. Ein paar Stückchen sehe ich da noch. Brrrm. Ja, wir mischen erstmal die Farbe zusammen. Beziehungsweise erstmal ein paar und kippen sie dann rein, um zu gucken, wie das ist mit dem Andicken oder nicht andicken. So. Upsala. Dann kommt das nächste. Das ist, würde ich jetzt sagen, einfach mal stinknormales Weiß. Hier rieselt das schon raus. Nehmen wir jetzt das, was hier am Rand klebt. Schon total eingesaut, aber ihr kennt mich ja, bei mir ist immer Chaos. So. Weiß nicht, könnt ihr das so sehen? Also auf den ersten Blick sehen die Farben echt klasse aus. Bisschen noch hier im Deckel ist noch was drin. Gut. So. Tü-lü-lü-lü. Flocken sehe ich da jetzt auch nicht. Das sind jetzt, was ihr da seht, sind so ein paar Bläschen, die ich da jetzt reingeschlagen habe. Bis jetzt
finde ich das Pulver richtig klasse. So, ab zur nächsten Farbe. Das ist so ein Weiß mit so einem rosa Schimmer drin. Meine Stäbchen sauber machen. So. Oh, da kommt schon so ein richtig schöner lila Schimmer. Seht ihr das? Das ist ja cool. Da bin ich ja echt gespannt, wie das aussieht, wenn es ausgehärtet ist. Was, guckt mal. Die Farbe ist richtig cool. Die gefällt mir jetzt schon. Ich bin ja gespannt. Zack, auch wieder zu. Abwischen. So. Dann haben wir hier ein dunkles Lila. Es sieht jetzt viel aus, ist es aber gar nicht. Ist nur oberflächlich und ganz wenig. Mal gucken. Also Flocken sehe ich keine. Aber ich möchte da noch ein bisschen Lila rein haben, sonst ist mir das zu durchsichtig. Also die Farbe ist so auch schon schön, aber ich möchte sie nicht transparent haben oder versuchen, nicht transparent zu haben, damit man das einfach hinterher besser sieht beim Auspoppen. Ja. So. Wenn das jetzt zu langweilig ist, der spult am besten mal ein bisschen vor. Ja, das dauert doch schon recht lange jetzt. Ein paar mache ich noch und dann den Rest mache ich dann ohne euch. Also das Einfärben. Das ist ja im Prinzip. Ups. Immer das Gleiche und es wird dann auch zu langweilig. Jetzt glitzert das hier überall. Seht ihr das? Hui. Es sind richtig schöne Perlfarben. Ist richtig klasse. Die gefallen mir richtig gut. So, auch weg. Zack. Nächstes. Mach mal ein bisschen Platz hier. Jetzt glitzert es wahrscheinlich gleich wieder ein bisschen bei euch. Nicht erschrecken. Nee, das ist mir zu hell. Da brauche ich noch ein bisschen. Bin ja auch gespannt, ob die zu flüssig bleiben oder
wie es bei Acrylfarbe oft der Fall ist, ob die zu dick, zu andicken. So. Der gilt zu, Affe tot. Dann gucke ich einmal kurz bei dem Schwarzen. Nö. Immer noch alles tutti. So, und auf diese Farbe bin ich jetzt gespannt. Ich würde jetzt sagen, das ist so eine Art Oliv. Das schaut richtig cool aus. Hier glitzert das schon überall wie Hubert. So, dann haben wir jetzt bald auch wieder eine Woche Ferien. Ich hoffe, das Wetter spielt denn mit. Das ist ja hier immer so eine Sache. Ja. So. So. Wie viele haben wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Das sind 24 Farben. Ich denke mal, wir machen bis zur Hälfte. Den Rest rühre ich dann allein ein. Huch! Und dann kippen wir das hinterher zusammen rein. Ich hoffe, ihr seht das auch. Kalle ist heute auch wieder einigermaßen leise. Das freut mich. Wuffis schlafen. Ja. Ups. Huch, hallo. Also irgendwie klemmt der Deckel ein bisschen oder ich bin zu blöd. Ich würde mal sagen, das zweite, ne? Ich bin zu doof. So. Nö. Also bei dem Pulver ist es unterschiedlich, wie viel man reinmacht. Bei manchen braucht man nur ganz wenig und es ist deckend. Und bei manchen braucht man ein bisschen mehr, wie bei dieser jetzt wieder, damit sie deckend wird, weil sie sonst ein bisschen transparent ist. Also jetzt ist sie immer noch transparent, aber noch mehr möchte ich da nicht reinmachen. So. Würde ich sagen, machen wir das Blau hier noch. Ist nicht ganz die Hälfte, aber machen wir das Blau noch. Den Rest, den Rest rühre ich dann gleich alleine schnell ein. Und oh, jetzt glitzert es wieder. Und dann sehen wir uns gleich beim Eingießen wieder. Also ihr kriegt da ja nicht so viel von mit. Und sollte sich zwischenzeitlich was ändern, irgendwie, dass das Harz dicker wird, denn sehen wir uns natürlich schon vorher, ne? So, einmal zurück und dann sehen wir uns gleich.
So, ihr Süßen, ich habe fertig gematscht. Dann geht's jetzt ans Befüllen. Fangen wir wieder mal hier hinten an, da wir da ja angefangen haben. Ich bin ja mal gespannt, ob das jetzt schon ein bisschen dicker geworden ist. Rühren wir einmal nochmal. Minimal. Also ihr seht, es läuft immer noch. Ich denke mal, das hat jetzt auch nichts mit der Farbe zu tun. Das ist einfach, wenn Harz ein bisschen länger steht, dann fängt es ja an, dicker zu werden. Also ich denke mal nicht, dass das jetzt mit der Farbe zu tun hat. Ich meine, wie lange steht das jetzt, seitdem ich es angerührt habe? Halbe Stunde insgesamt, würde ich jetzt mal so sagen. Nee, noch nicht mal. Nicht, nee, 20 Minuten ungefähr. Ja. Ja. Achso, ich brauche mal ein neues Tuch. So, das legen wir mal hier auf Seite. So, dann bin ich ja jetzt mal gespannt, ob ich überhaupt genug angerührt habe oder nicht. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Dann ist das so. Zu viel. Ja, müssen wir dann wieder in meine Mini-Förmchen füllen. Ich hoffe, ihr seht das jetzt auch, weil ich gucke gerade an der Kamera vorbei. So, ja, wir haben ein bisschen zu viel, das packe ich mal auf Seite, aber das ist ja nichts Neues. So, den packe ich jetzt erstmal zurück, bevor ich ihn ankokel. Dann kommen wir zu meinem Pudel mit dem Weiß, oder was es sein soll. So, einmal nochmal rühren. Kalle ist übrigens jetzt auch wach geworden. Nicht wundern, wenn ihr es irgendwie kratzen hört oder so. Ja, ja. Nö, da habe ich richtig abgemessen. Wow. Dass das auch noch mal vorkommt. Huhu. So, wieder sauber machen. Zip. Jetzt kommt der Schwan mit diesem tollen Weiß, mit diesem lila Schimmer. Also da bin ich echt gespannt, wie das aussieht, wenn das getrocknet ist, ob dieser Effekt denn noch da ist oder nicht. Und ja, schauen wir mal. Dann kommt das dunkle Lila. Flocken habe ich, wie gesagt, nicht nochmal irgendwie gesehen. Jetzt so beim Reingießen auch nicht. Auch beiseite. Wird so ein bisschen eng hier. So.
das sah gerade aus, als wenn da ein Klumpen reingeflutscht ist. Aber ich bin mir nicht sicher. Kann auch eine Blase gewesen sein. Nö. Dann war es wohl eine Blase. Gut, dann kommst du auch weg. Zip. So. Also jetzt fängt es an, wie gesagt, dicker zu werden. Aber das Harz steht ja auch schon eine Weile. Dementsprechend wundert mich das nicht. Also, huch. Man kann sich da schon Zeit lassen, wenn man jetzt sieht, ich habe 24 verschiedene Farben. Und das Harz schon vorher angerührt und dann erstmal die Farbe reingerührt. Und jetzt wird es langsam ein bisschen dicker. Also es ist nicht, dass man jetzt Angst haben muss. So ist es nicht. Aber es wird halt schon dicker. Aber alles im grünen Bereich. Und auf diese Farbe hier bin ich ja nun auch gespannt, wie das dann aussieht. Dieses Oliv. Also ich nenne das jetzt einfach mal Oliv. Na, bist du da richtig drinne? Ja. So, und dann gucken wir mal, was nachher übrig geblieben ist an Farbe und gießen das einfach mal querbeet noch irgendwo rein. Wir schmeißen ja nichts weg, Harz ist ja teuer. So. So, und hier wieder das Gleiche, wenn das zu langweilig ist, der spult am besten vor oder auch nicht. Sei jedem selbst überlassen. Ich zwinge ja niemanden, ne? Das erinnert mich hier so ein bisschen an Zahnpasta. So. Nehmen wir mal das Blau hier hinten in der Ecke. Da habe ich definitiv auch zu viel. Ja. Wie gesagt, ich muss gucken, wie lang das alles wird. Entweder schaffe ich das alles in einem Video rein zu bekommen. Wenn nicht, dann machen wir das Pop-out zu diesen Farben dann separat. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Jetzt schwenke ich einmal hier rüber. Jetzt mache ich etwas, was man eigentlich nicht macht. Und zwar mache ich das jetzt einmal hier drüben, weil ich die Form jetzt nicht extra hochheben will. Seht ihr mich jetzt überhaupt? Hoppala, da bin ich gegen den Knopf gekommen. Ich hoffe, ihr seht das jetzt einigermaßen. Also ich will nur hier es eben in die Form füllen. Mehr nicht.
So, das ist das Grün. Oh oh. Ich hoffe, ich punch jetzt auch nicht. Weil das wäre ziemlich scheiße. Weil ich hier auch keine Unterlage drunter habe. Jetzt habe ich euch gehauen. Na, jetzt klebt da irgendwas drin. Na toll. Oh Mensch. So. Ich habe übrigens, einige haben es bestimmt mitgekriegt, dass ich mich ja beworben habe in dieser Gartenlandschafts-, bei dieser Gartenlandschaftsgeschichte da. Oh, ein bisschen wenig. Und ich wurde schon mal angerufen, dass ich... Oh nein! Ich habe gepaddelt. Hoffen wir mal, dass die Farbe da oben bleibt. War ich denn jetzt? Also ich wurde angerufen, dass ich... Oh, einmal wegwischen, noch eingeladen werde zum Vorstellungsgespräch. Also ich bin ja schon mal mega happy. Einen Termin konnten sie mir jetzt noch nicht sagen, weil der Chef wohl irgendwie wieder mal im Urlaub fliegt. Also der ist wohl ganz oft im Urlaub. Ja, und der Chef möchte unbedingt dabei sein und hat jetzt aber noch so viele Aufträge. Und ja. Und dann hieß es noch, wegen Führerschein. Ich habe ja keinen Führerschein und wie das aussieht, ob ich bereit wäre, einen Führerschein zu machen. Dann meinte ich nur, ich sag, ja, klar. Ich habe nur ein bisschen Bammel. Also ich habe wirklich Bammel davor, weil man ist ja gleich auf der Straße und oh nee, habe da ja so Angst. Und dann meinten sie, ja, ist kein Problem, aber ein Führerschein wäre mega, weil wenn ich genommen werden sollte, dann würde ich switchen. Also ich wäre im Büro und auch auf Baustellen und hätte dann quasi eine Kolonne. Ja. Dabei habe ich im Endeffekt ja gar keine Ahnung und bin eigentlich eher so ein Quereinsteiger. So, ich schwenke euch mal wieder zurück und bin eigentlich eher so ein Quereinsteiger dann, weil ich habe ja nur meinen Kleingarten, aber ich fand das irgendwie ziemlich cool, aber irgendwie auch ein bisschen merkwürdig. Also ich werde eingeladen zum Vorstellungsgespräch und wegen Führerschein und wenn, denn müsste ich, würde ich switchen, also ich wäre draußen und im Büro, also irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich meine, ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr davon haltet, ob das jetzt was zu bedeuten hat oder nicht, weil ich will mich jetzt auch nicht zu früh freuen, aber ich finde das doch schon irgendwie ein bisschen merkwürdig, dass man dann gleich sagt, ja, wenn denn, dann würde ich aber auch eine Kolonne bekommen. Also, wisst ihr, wie ich meine? So nach dem Motto, ja, du kriegst den Job, aber wir sagen dir das noch nicht. Also, so interpretiere ich das jetzt. Aber ich möchte mich, wie gesagt, nicht zu früh freuen, weil nachher wird das nichts und dann hänge ich hier und falle in ein tiefes Loch, weil das von den Uhrzeiten ja her auch bei mir ein bisschen schwierig ist, weil ich ja schon, wenn mein Sohn aus der Schule kommt, zu Hause sein muss, weil der ja gar nicht alleine hier sein kann ohne Betreuung, so. Und mit Fremden hat er das nicht so. Also er hat ja auch so viele Termine und ihr wisst es ja. Also wenn ihr meinen Kanal verfolgt, wisst ihr ja, mein Sohn hat so ein paar Problemchen, sag ich jetzt mal. Und ist nicht so wie andere Kinder. Ja, also irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Also mich würde ja mal interessieren,
was ihr dazu sagt. Einfach so. Ja, ich halte euch diesbezüglich, wenn ihr das denn möchtet, auch auf dem Laufenden. Oder ich mache das einfach. Und wenn euch das nicht interessiert, dann habt ihr Pech. Ne, ich quatsche euch dann einfach zu damit. Ja, nee. Also ich halte euch diesbezüglich auf dem Laufenden. Ich bin ja mal gespannt. Sie konnte mir auch nicht sagen, wann er denn wiederkommt aus dem Urlaub. Auch sehr merkwürdig. Aber na gut. Die Hauptperson, die da denn hinterher Ansprechpartner ist, wenn der Chef immer nicht da ist, sitzt im Büro. Also da gibt es eine. Und der Chef segnet quasi alles nur ab, mehr oder weniger, bis auf die Sache mit dem Personal einstellen oder nicht. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also mir geht da sowieso schon die Muffe. Weil ich das Wörtchen Führerschein gehört habe, aber vielleicht ist es ja auch nicht so. Also ich möchte auch gerne einen Führerschein haben, aber ich weiß nicht, ich kann mich mit diesen Gedanken nicht anfreunden, gleich bei der ersten Fahrstunde auf der Straße zu fahren. Also, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Ich weiß nicht, da geht mir irgendwie der Arsch auf Grundeis, muss ich jetzt eben einfach mal so sagen. Tja. Ich weiß, es gibt auch extra so Leudels, die darauf spezialisiert sind, für Leute, die Angst haben bei der Fahrschule. Aber ja, So, und wenn ich den Führerschein dann mache, dann ist es auch nicht dieser normale, sondern es wird so ein schneller sein müssen, wo ich den auf gut Deutsch, wenn ich mich jetzt nicht allzu blöd anstelle, den innerhalb von 2 Wochen dann habe, weil anders kriege ich das gar nicht geschissen. Dann würden sich nämlich die Leute bei mir Urlaub nehmen, alle irgendwie, oder ein paar Tage frei, und würden dann sich um die Kids kümmern, so dass ich dann quasi den ganzen Tag von morgens bis abends, so wie ich das jetzt richtig verstanden habe, dann in der Fahrschule bin. Ja, dass meine Kids dann da betreut sind. Aber mal gucken. Also diese Farbe hier sieht irgendwie aus wie, ne? Ihr wisst, was ich meine. Die hat zwar was, aber die erinnert mich irgendwie an nichts Schönem. Ach, jetzt seht ihr das gar nicht richtig, ne? So ein Käse. So, da könnt ihr das sehen. So, dann kommt jetzt auch, wenn ich jetzt richtig geguckt habe, die letzte Form. Huch, ich habe euch gehauen. Tut mir leid. Ja, und ihr seht, es ist zwar, nochmal richtig rum, es ist zwar jetzt schon dicker, aber es geht trotzdem. Ich finde es super. So. Und den Rest füllen wir dann gleich wieder in meine Mini-Förmchen. Dann lassen wir das Ganze trocknen, aushärten. Und dann, nun geh doch da rein. Und dann poppen wir das Ganze aus. Jo. So. Jetzt gehe ich aber erstmal mit dem Feuerzeugschlank überall. Einmal Platz da. Hier kommt mein Mazda. So. Huch. Hallo? Wir fackeln alles ab. Oh, wie peinlich. Tut mir so leid, wenn ich ein bisschen blöd bin. Oder nö, tut mir eigentlich gar nicht leid. Weil so bin ich nun mal. Und entweder man mag das oder man mag das nicht. Oder wie seht ihr das? Fackel. Es gibt ja auch so Bananen.
die dann immer rumquaken. Kannst du nicht mal was Ordentliches sappeln, wenn du schon sappelst? Nö, kann ich nicht. Einige sagen, ich soll die Klappe halten. Andere sagen, ich soll mehr sappeln. Andere sagen, ich soll das so machen wie bisher. Also ja, egal wie man es macht, es ist falsch, aber das ist mir wurscht. Man kann es nicht allen recht machen, oder? Und man kann, wie gesagt, immer noch den Ton ausmachen oder meine Videos nicht gucken. Oder was? Ne? Ja, tut mir ja leid, auch wenn das jetzt irgendwie ziemlich frech klingt, aber es ist ja so. So, ich habe ja hier noch die Muschel. Dann habe ich hier noch von meiner lieben Snuffelnase noch die Gummiteddies. Dann habe ich hier noch ein bisschen Bart. Ich habe keine Ahnung. Es ist auch immer nur ein bisschen übrig. Hier habe ich auch noch Gummiteddy. Ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht. So, ich nehme jetzt erstmal hier das Pink und nehme hier den Teddy, weil Pink und Teddy, ne? Und dann mische ich das, wenn das nicht lang sollte. So, aber ich finde das Pink so cool. Haben wir da mal was rein und da mal was rein. So. Becher ist leer. Den nehmen wir hier nochmal ein bisschen. Schnell reintropfen. So, auf weg. Dann ist hier auch noch ein bisschen plupp. Und dann gibt das einen wunderschönen pinken Teddy in 50.000 verschiedenen Farben. Ja. Jo. So ist den. Zack, Nummer 1 fertig. Die können dann weg. So. So, ich kippe jetzt einfach mal hier das beides zusammen. Zack, rein da. Seht ihr das gar nicht richtig, ne? Ja, Mann. So, weg. Einmal rühren. Oh, jetzt wird das richtig hier. Richtig zäh. Aber wir sind ja eigentlich auch durch. Jetzt möchte ich noch ein Wölkchen. Ein Wölkchen. So. So, zack, auch weg. Dann haben wir hier noch Schwarz. Dann nehme ich jetzt einfach mal hier. Ich weiß nicht mal, ob das langt, aber wir machen das einfach mal. Wir machen das einfach mal, ne? Wie gesagt, wenn das Gequatsche oder das Geknister oder Gekratze hier am Becher oder was weiß ich auf den Keks geht, der muss es nicht gucken. Weil ich hatte gestern, wurde gestern, war das gestern? Ja, gestern, vorgestern wurde ich an meinem Video von meinem Action Hall und nein, das ist nicht irgendwie jetzt hochnäsig oder sonst irgendwas gemeint. Das ist einfach nur für die Allgemeinheit, ja. Angeschrieben in den Kommentaren, dass das Geknister ein Jahr ziemlich auf den Keks geht. Mag sein, ich kann es aber nicht ändern. Und das Geknister, dass das angeblich so laut gewesen ist, dass man meine Stimme nicht mehr verstehen kann. Nee, so laut war es nicht. Das habe ich von verschiedenen anderen Parteien auch bestätigt bekommen und meine Antwort diesbezüglich, man könne den Ton ja auch leiser machen, ist in keinster Weise
irgendwie arrogant oder schnippisch oder sonst irgendwas gemeint gewesen, sondern es war einfach lediglich ein Tipp. Weil ganz ehrlich, ich habe es auch schon gehabt, dass ich mir gedacht habe, oh mein Gott, der Ton, Hilfe. Und habe nicht dran gedacht, leiser zu machen. Ja, ich meine, wir sind alle nur Menschen. Und da braucht man auch nicht irgendwie beleidigt sein oder sonst irgendwie und behaupten, ich wäre irgendwie schnippisch oder möchte ich irgendjemanden belehren? Nein, möchte ich nicht. Und wer mich kennt, der weiß, ich bin eine ganz liebe, nette Person. Und bis man mich irgendwie auf die Palme bringt, das dauert. Ja? Ach, jetzt sau ich hier aber auch rum. Oh Mann. Das dauert. Und wenn ihr das so interpretiert, dass ich schnippisch bin oder das schnippisch gemeint habe, dann ist das euer Problem. Ja? Denn ich bin's nicht. Wie gesagt, es dauert, bis ich irgendwie sauer werde. Und ich wüsste auch nicht, warum ich irgendwie beleidigt oder sonst irgendwie was gewesen sein sollte. Es war ein Tipp oder beziehungsweise eine Info, dass das Geknister ja nervt. Ja. Ich kann es aber nicht ändern. Ich möchte die Sachen zeigen und ich werde garantiert nicht die Teile, bevor ich ein Video drehe, aus der Verpackung holen. Ja. Und so laut ist es jetzt nicht gewesen, dass das... Also finde ich. Ich weiß ja nicht, wie eure Einstellungen sind. Also ich höre mir meine Videos an, nachdem mir jetzt schon ein paar Mal so selten dämliche Missgeschicke passiert sind. Wie mit Doppelvertonungen, also ein Kack. Ja, also ich schaue mir meine Videos an, nur mal so viel dazu. Und ja, wenn dich das stört, ja mein Gott. Oder auch ihr anderen, wenn euch das stört. Weil ihr auch immer mit euren Daumen runter, wenn ich Hauls mache, ne? Ich meine, mich juckt es nicht. Macht weiter eure Daumen runter. Ich sammle die. Ich hänge sie mir an der Wand, ja. Aber was guckt ihr euch denn Hauls an, wenn euch das nicht interessiert? Oder ihr das scheiße findet oder sonst irgendwas? Dann seid ihr doch selbst schuld. Jetzt mal ganz ehrlich. Also ich finde das so Banane. Ich meine, ich gucke mir ja auch nicht irgendein Video an oder ein Schminkvideo, damit ich weiß, wie ich mich anpinseln muss. Und schreibt da hinterher drunter, die Schminke sieht aber scheiße aus oder das hätte ich aber anders gemacht oder ich hätte oder so oder so oder so. Nee, ich mache es so, wie ich es will. Ich mache auch weiterhin Hauls. Ja, ich nag hier nicht am Hungertod, meine Kinder auch nicht. Und wer keine Hauls gucken mag, ja, der guckt die sich nicht an, verdammt nochmal. Ne? Ich meine, man sieht es ja auch an der Zahl, wie viele es gucken. Hauls werden gerne gesehen, also mache ich auch weiter Hauls. Und da jucken mich eure Daumen auch nicht. Also die Energie, die ihr darin reinsteckt, um einen Daumen nach unten zu setzen, die könntet ihr euch eigentlich auch sparen. Ganz ehrlich. Und jetzt könnt ihr auch wieder denken, dass ich arrogant bin. Oder schnippisch. Oder was weiß ich. Oder eingeschnappt. Das ist mir auch Latex. Denn ich habe mir angewöhnt, das ist mein Leben. Ich führe es so, wie ich es möchte. Und das sollten sich andere mal auch hinter die Ohren schreiben. Es ist euer Leben. Ihr lebt es so, wie ihr es möchtet. Und da müsst ihr euch von niemandem reinreden lassen. Ob er oder sie eure Einstellung teilt, das ist deren Bier. Ja? Aber es ist euer Leben. Und da hat niemand euch reinzureden. Ne? Nur mal so viel dazu. Das war das Wort zum Sonntag. Obwohl wir heute erst Donnerstag haben. Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Da können auch wieder, wie gesagt, dumme Kommentare kommen oder sonst irgendwas. Das interessiert mich im Feuchten. Ja? Ich meine, habt ihr alle immer keine Hobbys? Also Entschuldigung, dass ich mich jetzt mal hier so auskotze, ja? Aber das ist eben echt auffällig. Es ist überwiegend immer die gleiche Anzahl und teilweise sind das so banale Sachen, wo ich denke, ey, ist das jetzt dein Ernst? So ein Blödsinn. So jetzt, ach, ich bin gar nicht in der Kamera drin, ne? Ich versuche jetzt hier mal irgendwie was mit der Muschel hinzupopeln. Tut mir leid, wenn ich hier so ein bisschen immer, ne, abzwitsche. Aber muss doch mal gesagt werden. Oder wie seht ihr das? Ich meine, es ist doch euer Leben. Könnt ihr doch entscheiden, was ihr macht und was ihr nicht macht, ne?
Und ernsthaft, gebt einen Feuchten drauf, was andere von euch denken. Also wenn ich immer wieder in meinem Bekanntenkreis auch höre, der hat so und so und mir ist das unangenehm, wenn der so und so über mich redet oder der denkt so oder so über mich, dann sage ich auch immer, Mädchen, das ist dein Leben. Lass dir das doch nicht da jetzt von so einem Pfosten versauen, nur weil der meint, hier einen schlechten Tag gehabt zu haben und hier jetzt mal einen rauslassen zu müssen. Ne? Also ich meine, gerade Leute, die sowas machen, die haben meistens so ein kleines Selbstbewusstsein und müssen dann andere niedermachen oder klugscheißern oder was weiß ich, nur damit sie sich selbst besser fühlen. Also mein Gott, ich meine, ich habe nichts gegen Klugscheißer, ja. In gewisser Hinsicht bin ich teilweise auch ein Klugscheißer, aber es gibt Klugscheißer und es gibt Klugscheißer, ja. Es gibt Klugscheißer, die meinen das ganz nett, einfach nur als Info. Und dann gibt es Klugscheißer, das sind die größten Volldeppen, meinen, die haben von alles eine Ahnung und können sich nicht mal ein Butterbrot schmieren, jetzt mal ganz ehrlich. Tut mir auch leid, dass ich hier euch jetzt in Anführungszeichen voll heule. Aber auch da könnt ihr ja wieder die Ausschaltfunktion des Tones wählen. Nicht wahr? Jetzt fängt mein Magen langsam an zu knurren. Oh, wie peinlich schon wieder. Wie peinlich. Also hier auf diese Muschel bin ich ja jetzt auch gespannt, ne? Dieses Kraut- und Rüben-Ding hier. Gespannt, gespannt, gespannt. So. Dann haben wir das auch verbraten. Also Leute, so wie es aussieht, wird das Pop-Out-Video extra. Ja, also guckt mal auf die Uhr. Das muss ich extra machen. Das wird zu lang. Bin ich ja Weihnachten noch nicht fertig. Das kann man ja jetzt wieder sorgen. Wenn man sich überlegt, wir haben schon Mai. Schon fast wieder das halbe Jahr rum. Da habe ich das Gefühl, es hat gerade erst angefangen. Ja, ja. Ich hoffe, mein Handy geht auch nicht einfach aus. Wäre natürlich Käse. Huch! So, ich fülle wie gesagt jetzt nur noch die Reste. Und dann mal gucken. Also jetzt wird es langsam auch richtig zäh. Also ich denke mal, einige Formen werden jetzt auch arg Luftblasen kriegen. Aber das ist dann halt so, ne? Den ist denn halt so. Ja, ja. Gehst du da rein? Ich hoffe, ihr habt mich jetzt gerade nicht gesehen. Wie peinlich. Wie peinlich. Nicht, dass ihr noch vor Schreck weghüpft. Ich labe heute wieder eine Kacke, ne? Entschuldigung. Oh, wie peinlich. Jetzt auch noch mein Magen. Leute. Leute, Leute. Ja, ja. Klauen wir hier mal ein bisschen raus. So, der ist auch fertig. Wir haben es auch gleich geschafft, ihr Lieben. Noch eine Wolke. So.
Nee, nee, nee. Quietsch, knarr, knister. Ich möchte noch einen Neongrün-Teddy hier. Oh. Also bald schon wieder los. Ich muss auch mal gucken, ob ich hier sonst noch ein bisschen am Video schneiden tue, weil es sind ja wieder so eine endlos langen Videos. Aber wenn ich wieder so viel schneide, dann habe ich Schiss, dass wieder irgendwie was in die Hose geht. Ja, also vom Video. Weil wenn einmal was schief läuft, dann kriege ich es nicht mehr geschissen. Immer ein bisschen kacke. Also jetzt seht ihr es, ne? Es wird Kaugummi. Aber überlegt mal, wie lange wir hier jetzt hängen. Und ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass das was mit der Farbe zu tun hat. So. Morgen geht's übrigens auch wieder, ja, nach Action. Ich muss da was nachgucken. Oh, was ist denn hier für ein Käse passiert? Nein. Und zwar gucke ich da was nach für meine liebste Schnuffelnase. Ja. Und ich suche da so ganz spezielles Papier, habe ich gesehen. Aber das kriegt unser Action immer nicht. Und ja. Und Sticker haben die momentan auch nicht. Nicht wirklich. Ich weiß nicht. Kriegen irgendwie nichts Neues. Tja, alles bisschen kurios. Jetzt sagt meine Kamera auch gleich Tschüss. Wir sind schon bei 28 Minuten wieder. Also seit meinem letzten Cut, wohlgemerkt. Nicht wundern, wenn ich damit mal weg bin, ja? Also ich mache dann auch nicht wieder an, wenn ihr denn gleich weg seid oder sein solltet, beziehungsweise ich. Dem bin ich weg. Dann mache ich es nicht nochmal an für ein, zwei Minuten oder so. Das wäre Blödsinn. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ne? Huch. Ja. Na, vielleicht kriegen wir es doch noch hin. Vielleicht, vielleicht. Jetzt fange ich an zu schmieren. Guckt mal, ich werde nervös. Ich werde nervös. Zwei Farben noch, dann haben wir es. We got it. So, jetzt wird es aber auch richtig zäh. Schaffen wir es noch? Schaffen wir es nicht? Schaffen wir es noch? Schaffen wir es nicht? Letzte Farbe, Endspurt. Endspurt. Teddy noch. So, ich fange dann schon mal an, mich langsam aber sicher zu verabschieden von euch. Also, wie gesagt. Ja, wie gesagt, das ist auch gut. Ja, also das war's denn jetzt auch. Wir sind durch. Bevor meine Kamera ausgeht. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Denen, die es nicht Spaß gemacht hat, euer Bier, muss ich ja mal ganz so frech sagen. Merkt euch meine Worte. Und wenn ihr mögt, dann
dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ach so, ja, und das Pop-Out kommt definitiv in einem neuen Video. Also bis dann. Tschüss.